ansprechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Derby am Samstag. Hergiswil schlägt Wilisal 20-17 daheim in der bradelnden Steinacher Halle vor 520 Zuschauern. Hergiswil ist zurück. Für Hergiswil hat jetzt die Saison auch angefangen. Nach der zerschmetternden 28-9 Niederlage vor einer Woche auswärts gegen Freiamt. Die einzelnen Kämpfe näher analysiert. Vor der Pause ist Wilisal mit 3 Siegen und 2 Niederlagen klar die bessere Mannschaft. Mit 7-12 liegt Hergiswil 5 Punkte zurück. 2 Schultersiege gerade nach der Pause in Serie von Thomas Suppiger und Marco Hodu bringen Zatti 8 Punkte und Napfringer in Führung. Starks Hergiswil in der zweiten Halbzeit, Starks Wilisal in der ersten Halbzeit. Der technische Leiter von Wilisal, der Timo Zeder. Wenn wir die einzelnen Kämpfe ein bisschen durchgehen, Patrick Rölli gegen Roger Kunz. Gerade angefangen mit einem 3-1 für Hergiswil. Dort hat eigentlich der Kunz Roger seine Aufgabe erfüllt. Der Roger ist ein sehr jung, ist erst 16, hat seinen ersten Nationalkampf gemacht. Dort war das Ziel ein Mannschaftspunkt. Er ist eigentlich mehr im Greco, ist ihm seine Spezialität und er ringt nicht so viel Freistil, aber er hat dort ganz klar den Soll erfüllt und hat eine gute Leistung gezeigt. Routinier Akos Koriza. Akos Koriza, der Routinier auf Hergiswiler Seite gegen Samuel Scherer, quasi der Neuling auf Willisauer Seite, 4-11. Schlussresultat, wenn ihr da denkt. Das war ein sackstarker Kampf, wie schon letzte Woche von Samuel Scherer. Er zeigt einfach super Leistungen, auch wenn er eigentlich im Freistil eher stärker ist. Er hat super körperliche Voraussetzungen, er trainiert super. Also sensationelle Leistung von ihm. Was der Timo Zeder mit sackstarken Kampf meint, da sehen wir es. Ist er gestanden. Der Julian Unternährer, ein neuer für Hergiswil gegen Michael Bortmann, 5-16. Ja, das war so das Duell der Jungen heute. Der Michi hat letzte Saison einen Einsatz gehabt. Für Julian ist es auch noch nicht erst gesehen, aber er hat schon noch nicht viel Einsatz gehabt. Der Michi hat super Ansätze, hat das gezeigt gehabt. Wirklich ansatzlose Griffe, die hier gekommen sind. Es war eine gute Leistung und wir sind zufrieden. Dann Raffi Kaufmann gegen Michael Müller. Raffi Kaufmann eben auch ein Routinier. 3-3. Trotzdem hat aber Hergiswil gewonnen. Wieso? Der Michi Müller kommt aus dem Schwingen, hat sehr gut geschwungen am Eidgenössischen. Er hat noch nicht so viele Trainings auf den Knochen im Ringen. Aber er hat hier gegen sehr starken Kaufmann Raffi gut mitgerungen. Und es war sehr knapp, es war lange in Führung. Das hätte man eigentlich nicht gedacht. Am Schluss war es knapp, es kann auf beide Seiten fallen und der Kaufmann Raffi hat natürlich mit seiner Routine, wo jetzt Müller Michi halt noch auf der Matte noch ein bisschen fehlt, hat er sich dort können ganz knapp am Schluss durchsetzen. Aber das ist auch eine sehr gute Leistung von Müller Michi. 7-8, Wilisau ist in Führung. Danach hat Marcel Kaufmann gegen Lukas Bossen, der letzte Kampf vor der Pause.
Dort hat Lucky das umgesetzt, was er eigentlich in den Trainings auch gemacht hat. Er war klar Favorit in diesem Kampf. Er hat dort Punkt für Punkt Gold für sich und für die Mannschaft und konnte souverän können, noch vor der ersten Halbzeit ihn können auspunkten. Eben ein 0 zu 15 zum Pausenresultat von 7 zu 12. Sind dann auf Kurs gelegen? Ja, also in der Pause hat es eigentlich sehr gut ausgesehen. Also wir haben eigentlich alles mit dem Samuel Scher sogar eher noch eine Überraschung gelandet. Und sonst ist eigentlich alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Vor der Pause, ihr für Willisau, wir haben es gesehen, während der Pause, ihr für Hans-Peter Wiesler für sein Engagement für die Ringerriege und nach der Pause, ihr für Hergiswil. Der Co-Trainer, der Stefan Glanzmann. 5 Punkte Rückstand in der Pause. Wie geht man damit um? Hergiswil hat natürlich noch Chancen gehabt. Ja, natürlich. Wir haben nach der Pause haben wir noch Ringer zur Verfügung, die noch drankommen, die eigentlich unsere Siegesringer sind, mit einem super Thomas Hodumarco. Also verloren war noch gar nichts in der Pause, das ist ja so. Eben, die haben natürlich gerade stark angefangen mit dem Stärksten, den sie haben. Thomas Suppiger gegen Dominik Bosser. Schultersieg. Genau, der Thomas ist hier ruhig und abgeklärt in den Kampf gegangen. Die erste Halbzeit sich langsam ein bisschen an Dominik kennengetastet und hätte können mit einem wunderschönen Hüfter den Dominik in der zweiten Halbzeit auf die Schulter legen. Es waren 4 wichtige Punkte, die ein bisschen Auftrieb gegeben haben für unsere Mannschaft. Ja. Eben, es ist 4 zu 0 gestanden in der Halbzeit. Hat es 11 zu 12 gegeben. Immer noch war Willisau in der Führung. Vorbild Thomas Suppiger, der Marco Hodu hat es ihm noch gemacht mit dem Jeremias Hecki. Ebenfalls ein Schultersieg. Eine seltene Sache, gerade zweimal. Genau, der Hodu Marco ist ziemlich abgeklärt in den Kampf gegangen und hat noch kurzer Zeit können, auch wieder mit einem wunderschönen Hüfter, der junge Jeremias Hegi, können ebenfalls schultern. Ja. Die Halle hat tobt. Hergiswil wieder in Führung mit 15 zu 12. Benno Jungo gegen Andi Reichmuth, da ist es nicht ganz so gelaufen, wie wahrscheinlich wieder erwartet haben. Ja, schade. Der Benno ist heute gar nicht richtig in Fahrt gekommen. Der Reichmuth Andi war sehr gut eingestellt auf den Benno und hat eigentlich einen guten Kampf gezeigt und hat somit ja, verdient gewonnen. 7 zu 10, 0 zu 6 sogar in der Pause gewesen. Zum Resultat 16 zu 14, immer noch Hergiswil in Führung. Dann Martin Grüter gegen Kilian Arecker, 4 zu 4. Ja, auch der Kilian Arecker, ein ganz unbequemer Freistilringer. Der Martin Grüter ist gar nicht so zurechtgekommen mit dem Kampfstil des Arecker Kili. Und ja, somit konnte auch der Kilian hier ganz knapp den Kampf für sich entscheiden. Zu 16, denkbar knapper Vorsprung für Hergiswil im letzten Kampf. Nachdem Patrick Kunz gegen Sven Hirschi, wie hast du ihn eingeschätzt? Das ist ja auch mal ausgegangen, um Sieg oder Niederlage. Das ist so, das war zwar letztes Jahr im Derby schon so gewesen, da sind genau die zwei Ringer im letzten Kampf aufeinandertreten. Da konnte auch der Patrick Kunz mit einem Schultersieg das Derby für uns entscheiden. Und auch heute wieder. Der Patrick ist angriffig, gleich mit 18-0 in Führung gegangen. Er hatte hier Glück gehabt, dass er konditionell konnte mithalten noch den ganzen Kampf. Aber nichtsdestotrotz ist es noch spannend geworden. Und, dank dem Sieg von Kunz Patrick haben wir heute das Derby gewinnen. Und da die einzelnen Kämpfe im Überblick.
Im Gewicht 57 kg Freistil schlägt Patrick Krölli den Roger Kunz 12-5 nach Punkten. 3-1 Mannschaftspunkt für Hergiswil. Im 61 kg Greco unterliegt Julian Unternährer Michael Bartmann 5-15 nach Punkten. 1-3 für Willisau. Im 65er Freistil kapitulierte Marcel Kaufmann Lukas Bosser mit technischer Unterlegenheit. 0-4 Mannschaftspunkte für Willisau. Umgekehrt im 70er Greco. Marco Hadou triumphiert über Jeremias Hecki mit Schultersieg. 4-0 für Hergiswil. Im 74er Freistil zieht der Grüter Martin gegen Kilian Arecke mit 4-6 kürzer. 1-2 noch Punkte für Willisau. Im 74er Greco bezwingt Patrick Kunz den Sven Hirschi 10-3 noch Punkte. 1-3 für Willisau. In der Kategorie 80 kg Freistil holt Benno Jungo 7, der Andi Reichmuth aber 10 Punkte. 1-2 für Willisau. Im 86er Greco zeigte Thomas Suppiger mit einem Schultersieg gegen Dominik Bosse sein Können. 4-0 Mannschaftspunkte für Hergiswil. Im 97er Freistil holt der Raffi Kaufmann aufgrund von einer Verwarnung von Michael Müller trotz einem 3-3 den Sieg für Hergiswil. 2-1 nach Punkten. Und der Akos Koriza hat schwer mit dem Samuel Scherer. 4-11 Punkte gibt 1-3 Mannschaftspunkte für Willisau. Schlussstand 20-17 für Hergiswil. Auf die Begegnungen vom nächsten Samstag. Der Co-Trainer von Hergiswil, der Stefan Glanzmann. Mannschaft motiviert jetzt. Gegen wer geht es nächstes Mal? Nächste Woche haben wir auch wichtige Kämpfe gegen Schattdorf. Gegen Schattdorf, der kein einfacher Gegner wird sein, wo wir wirklich auch die zwei Punkte holen für die Direktbegegnung. Und ja, wir sind sicher gespannt, wie dass wir uns dort schlagen können. Also wir werden sicher gewinnen, Schattdorf. Schattdorf letztes Jahr aufgewacht, immer letzte oder zweitletzte gsi. Mannschaft darf man nicht unterschätzen jetzt. Nein, das ist so. Und sie haben sich ebenfalls auch noch gut verstärken mit einer Doppellizenz. Und ich würde sie sicher ein bisschen leicht stärker einschätzen, als sie letztes Jahr gewesen sind. Ja. Okay, danke vielmals, wünsche viel Glück. Okay. Willisau trifft nächsten Samstag daheim auf Freiamt. Dazu der technische Leiter, der Timo Zeder. Dort wollen wir sicher ganz klar gewinnen. Dort haben wir wieder unsere paar Verletzten kommen eigentlich wieder zurück. Und wir werden eine sehr starke Mannschaftsaufstellung haben. Wie stufst du Freiamt ein? Freiamt? Fünfte letztes Jahr? Ist sehr stark wieder zurückgekommen, auch mit Transfers und jungen Ringern, die wieder stark geworden sind. Also es ist eine super Mannschaft und wir wollen dort sicher alles geben, dass wir sie schlagen können. Stimmt, Stärke zeigen ist angesagt, weil mit Schattdorf buhlen seit letztem Jahr 5 Mannschaften um einen Einzug ins Finale. Wer nicht aufpasst, ist das. Freiamt hat das letzte Jahr erlebt und ist gewarnt. Es bleibt spannend, das nächste Wochenende. Verpassen Sie dazu auch nicht die Prognose von Johnny Maruschwöldi in der Sendung «Der Johnny meint» demnächst auf dem Sender. Ringe dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.